Und zugeschaltet aus Sandkrug im Landkreis Oldenburg ist uns nun Gerrit Schröder. Gerrit, einen schönen guten Morgen. Wir haben ja einige Orte im Beitrag auch schon genannt, wo es momentan noch ziemlich brenzlig ist. Und bei dir ist die Situation auch entsprechend angespannt. Wie hat man sich vorbereitet? Wie ist momentan die Lage? Ja, guten Morgen Marie, guten Morgen Carsten. Ja, die Sache auch hier im Landkreis Oldenburg ist auch immer noch sehr angespannt. Die gute Nachricht, es hat seit 24 Stunden nicht mehr geregnet, aber am Nachmittag soll der Regen wieder einsetzen und dann kommt weiteres Wasser hinzu. Und man muss einfach sagen, wir sind satt. Das Wasser steht hier einfach überall. Ich kann ganz kurz zeigen, es ist ja noch nicht mal ein Fluss hier, es ist einfach ein Wald und der ist einfach komplett voll Wasser und drückt hier auf eine Verwallung. Es gibt hier auch keine großen Deiche, hier ist alles sehr flaches Land und hier ist einfach nur ein Wall und dieser Wall ist so dermaßen nass, die Feuerwehrkräfte sagen, der ist weich wie ein Pudding und deswegen gibt es hier im Grunde auch Maßnahmen, dass hier ein Vlies ausgelegt wird, der mit Sandsäcken verstärkt wird, um ein weiteres Aufweichen und ein Durchsickern von Wasser zu verhindern. Es ist also nicht das Problem, dass hier wirklich ein Deichbruch wirklich gefällt ist, sondern dass das Wasser weiter durchsickert und der Deich dann irgendwann so nass ist, dass er dann wegrutschen kann, wegbrechen kann. Es sind hier auch Häuser evakuiert worden im Hintergrund, weil wenn das ganze Wasser, was sich hier aufstaut von einem wirklich nur kleinen Fleet, einem Entwässerungsgraben, der hier abgelassen wird, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da für Wasser noch drückt. Und das Problem ist, das Wasser drückt noch länger. Denn dieser Wasserstand, bis der abgebaut wird, dauert es Tage, Wochen. Und je länger das Wasser hier am Deich steht, desto gefährlicher ist die Situation. Ja, Gerrit, und das heißt also, dass Weihnachten ja bereits für viele Menschen in vielen Gegenden Deutschlands regelrecht ins Wasser gefallen ist. Das muss man so sagen, aber der Jahreswechsel steht jetzt vor der Tür und damit auch vor Silvester. Du hast eben schon ein bisschen angedeutet, was für die kommenden Tage zu erwarten ist. Aber heißt das tatsächlich, dass das Wort Entwarnung immer noch nicht in den Mund genommen werden kann? Nein, eine Entwarnung kann hier noch nicht ausgesprochen werden. Das Problem ist, wie gesagt, diese komplette Durchnässung und Vernässung überall. Ich hatte über die Feiertage Gelegenheit, auch mit einer Landwirtin zu sprechen. Die sagte, zuletzt hatten wir so eine Vernässung 1934 in den Aufzeichnungen ihrer Großmutter. Das heißt, es sind wirklich historische Werte, die hier an Wasser sind. Das Wasser ist ja schon seit Wochen auch hier gerade in Norddeutschland überall sichtbar. Das Grundwasser ist extrem hoch. Die Flächen sind ohnehin sehr satt. Und dann kam der Starkregen hinzu. Die Zuflüsse kommen jetzt aus den Hochlagen dazu. Das heißt, hier ist wenig Fläche, um dieses Wasser noch aufzunehmen. Und die Landwirte sagen aber auch, diese hohe Trockenheit der vergangenen Jahre hat dazu geführt, dass der Boden auch die Aufnahmefähigkeit von Wasser nicht mehr so hat. Man muss sich das vorstellen wie einen alten trockenen Schwamm, der auch nicht mehr das Wasser aufnehmen kann wie ein frischer Schwamm. Und diese Verkettung von Situationen führt dazu, dass diese Grundvernässung sich einfach so dermaßen in der Fläche aufstaut, dass wir hier nicht von einem kurzen Hochwasserpegel sprechen, der hier durchgeht, sondern von einem langanhaltenden Hochwasser, was erst sehr langsam abfließt. Und je länger das Wasser hier in den Flächen steht, desto größer ist die Gefahr, dass die Vernässung der Verwallungen und der Deiche im Endeffekt zu einem Durchbruch führen kann. Gerrit, du wirst für uns die Lage natürlich weiter intensiv beobachten in den kommenden Stunden. Und wir werden sicherlich mehr sehen, wenn dann die Sonne aufgegangen ist. Danke für den Moment erstmal nach Sandkrug im Landkreis Oldenburg. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.